Um in Warhammer 3 Schlachten zu gewinnen, musst du unbedingt verstehen, wie der Hügelvorteil funktioniert. Diese unfassbar wichtige Spielmechanik wird viel zu sehr unterschätzt, doch damit räumen wir heute auf. Die wenigsten denken beim Hügelvorteil an eine Schadensmaximierung für Fernkämpfer, doch gerade hier gibt es immense Unterschiede. Unsere Fernkämpfer machen von einer Erhöhung bis zu 30% mehr Schaden. Der maximale Wert wird hier bei 40 Metern Höhenunterschied erreicht. Der Wert funktioniert übrigens auch im Negativen. Also wenn unsere Fernkämpfer auf eine Erhöhung schießen, machen sie bis zu 30% weniger Schaden. Und auch wenn wir von Hügelvorteil sprechen, funktioniert dasselbe natürlich auch mit Mauern und bei fliegenden Einheiten. Letztere fliegen übrigens 16 Meter über dem Boden und erhalten damit einen Schadensbonus von 12%. Bei den Nahkämpfern funktioniert der Hügelvorteil genauso wie bei den Fernkämpfern, nur dass der maximale Wert hier logischerweise nicht bei 40 Metern, sondern bei nur einem Meter erreicht wird. Besonders interessant ist hierbei, dass der Höhenvorteil für jedes einzelne Modell berechnet wird. Das bedeutet, dass innerhalb einer Schlachtreihe auch einzelne Modelle einer zusammengehörenden Einheit zum Teil einen Vorteil und zum Teil einen Nachteil haben können. Hügel haben selbstverständlich auch einen Einfluss auf unsere Geschwindigkeit und unsere Ermüdung. Wenn wir bergauf laufen, sind wir langsamer und erhalten eine Ermüdungszunahme von bis zu 150%. Bergab sind unsere Einheiten deutlich schneller. Bei besonders steilen Hängen sogar bis zu 50%. Hier entfaltet der Hügelvorteil seine eigentliche Magie. Denn es greift nun Hand in Hand mit der Kollisionsmechanik. Im Grunde sagt diese aus, dass unsere Einheiten mit ihrer in Relation höheren Geschwindigkeit zum Ziel einen höheren Rückstoß beim Feind verursachen. Wenn du jetzt noch wissen willst, was die Einheitenwerte zu bedeuten haben, dann schau doch mal hier links vorbei. Und wenn du eine richtig coole Kampagne mit Dressoth, dem Aschenden, sehen willst, dann bist du hier rechts genau richtig.